Ja, hallo alle zusammen. Hier ist mein nächster Vlog. Und im Moment bin ich hier gerade bei so einem riesen Fruchtmarkt für ja, Früchte und Gemüse. Und wie ihr sehen könnt, ist hier alles voll mit Früchten. Ich zeige euch das mal, wie groß dieser Markt ist. Hier von der anderen Seite. Einmal durch, da links geht's los und es geht hier bis nach da. Alles voll mit Früchten. Ja, und hier auf der anderen Seite, da, Moment, da ist eine große Lederfabrik. Da war ich auch mal gerade kurz drin. Das ist so die Fabrik, die auch für Armani und so weiter, also für die großen Marken, ja, Lederjacken produziert. Ich habe mir auch mal eine angeguckt, so. Da das ja eigentlich Zwischenhandel ist, sollte das günstig sein, aber die wollten da, was war das, 4000 Euro haben. Für so eine Lederjacke brauche ich nicht. Ich habe eine Lederjacke, die hat nicht 4000 gekostet. Und ja, also ich dachte ja echt, wegen jetzt so Zwischenhandel sollten da gute Preise sein. Aber naja, ist wohl doch ein bisschen auf Touristen angepasst. Und ich brauche es halt, wie gesagt, eh nicht. Ich habe eine Lederjacke, auch eine echte, auch eine unechte. Unechte sind sowieso eigentlich besser, weil ja, da wird keine Massentierhaltung für gemacht. Ich habe trotzdem auch noch eine echte Lederjacke, aber ja, auch unechtes Leder ist einmal besser für die Tiere, wird keine Massentierhaltung gemacht. Und ja, ich persönlich, kann ja jeder für sich selber entscheiden, ich brauche keine Lederjacke für 4000 Euro. Ja, aber halt dieser Fruchtmarkt hier ist auf jeden Fall sehr interessant, finde ich. Sehr groß. Und ja, ich bin mal gespannt, was ich heute noch so alles sehe. Es ist noch ziemlich früh am Morgen. Ich sehe gerade, ist noch nicht mal 11 Uhr. Also wird da noch einiges kommen heute. Und in diesem Sinne, wir sehen uns in meinem nächsten Vlog. Ciao, ciao.